Sie ist die wichtigste Zeugin im sogenannten Hush Money-Prozess. Die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels. Ihr soll Donald Trump $130.000 Schweigegeld gezahlt haben und das später in seinen Finanzberichten vertuscht haben. So der Vorwurf gegen den Ex-US-Präsidenten. Und das könnte eine Straftat sein, weil es sich dabei um Wahlbeeinflussung handeln könnte. Bei ihrer Aussage am Dienstag, dem 13. Prozesstag, berichtet Daniels vor Gericht vom Beginn ihrer Affäre mit Trump im Jahr 2006. Trump war damals 60, sie 27. Im Jahr zuvor hatte Trump seine heutige Frau Melania geheiratet. Fast 5 Stunden geht das Spektakel, bei dem Kameras und Tonaufzeichnungen nicht erlaubt sind. Daniels Bericht enthält viele intime Details. Trumps Reaktion auf ihre Zeugenaussage? Wie gewohnt eine Mischung aus wilden Verschwörungsandeutungen und Opferrolle. So this was a very big day, a very revealing day. As you see, their case is totally falling apart. They have nothing on books and records, and even something that should bear very little relationship to the case. It's just a disaster for the DA, for the Soros-backed DA. It's a disaster. I should be out campaigning right now. We're leading in all the polls. I'd like to be campaigning. We'll be leading by a lot more. Am Donnerstag soll das Kreuzverhör weitergehen. Es handelt sich um das erste Strafverfahren gegen einen ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten überhaupt.